Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner und ich habe die Bohrausrüstung Nummer 2 oder auch 3, ist eigentlich egal. Jan hat, glaube ich, auch gerade beladen. Jo, bin gerade auf dem Weg hier zum Muss noch eben Rücken. meinen Weg planen. Der war recht holprig hier, das heißt, wir müssen wohl gleich ein Stück echt langsam fahren. Aber das kriegt. Oh, verdammt. Voll in die Hand genießt. Das soll man ja eigentlich zu Corona-Zeiten nicht. Aber hier ist ja keiner. Ach, Okay, das da kriegen wir sind hin. Verstehende. Was? Ich habe hier einen Berg, hier passiert nichts. Okay. Komm hier nicht hoch. Also gehe ich in Lastgang. Ja. Es passiert nichts. Also schalte ich in L-. Das heißt, noch mehr Drehmoment, da Getriebe ja noch weiter untersetzt. Passiert nichts. Ich gehe in L+. Das heißt, ich bin ja eigentlich schneller. Das heißt, ich habe weniger Drehmoment auf der Hinterachse. Ich fahre da hoch. Aber ohne Schwung oder so zu holen, ne? Sondern einfach umgeschaltet losgefahren. Oh, Hauptsache hoch. Don't have to understand this difficult. Alte Ausrüstung, da, verfolgen. Okay. Ich glaube, ich muss mal eben, wie ich es mir schon gedacht habe, ich gehe jetzt in Lastgang. Und schön langsam darüber ödeln, ne? Ja. Ich bin eben schon fast umgefallen. Ja, ich muss sagen, das Ding ist auch echt hoch mit dem Gewicht, ne? Also meiner jetzt hier. Also kann man gut mitfahren? Ja, der Schwerpunkt ist jetzt sehr hoch mit dem Container, so meine ich. Ach so, ja. Aber sonst, der bewegt sich hier gut durch. Ja, hat halt nur einen Wendehammer wie so ein. Okay, sei, aber deiner müsste ja sogar noch niedriger sein als meiner. Ja, Weil ich ja noch das den Pritschenauflieger habe. kann sein. Jetzt gibt es noch einen Tiefladeanhänger. Das sind dann so bestimmt die Sachen, wenn es so richtig schwer wird. Ich finde es immer wieder faszinierend, dass die Holzbrücken hier nicht einen Millimeter nachgeben, wenn man darüber fährt, ne? Ja. Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass wenn man da jetzt so ein paar Mal rüberballert, dass die kaputt gehen und dass man die vielleicht irgendwann noch mal wieder neu aufbauen muss. Ja, ich weiß, was du meinst. Wäre realistisch. Jo. Und wäre natürlich noch eine Herausforderung. Das stimmt. Aber was heißt Herausforderung? Oder es wäre zwischendurch, müsste man da halt mal wieder ran. Das wäre jetzt nicht Nö. unbedingt herausfordernd, aber. Nee, das jetzt nicht. Also wenn du die Hauptstraße halt pflegen musst, ne? So und Wartungsarbeiten etc. So, jetzt kann ich glaube ich gleich wieder einen normalen Automatikgang fahren. Die Hubbelstrecke ist vorbei. Wenn ich richtig, ja, ich bin richtig. Ja, ist halt die Frage, soll ich direkt abgeben? Soll ich auf dich warten? Ja, du kannst schon mal abgeben, wenn du willst. Jawohl, okay. Ich bin auf dem Weg. Lange brauche ich auch nicht mehr. Ja, und dann haben wir, glaube ich, noch eine Aufgabe, bevor wir die nächste und, glaube ich, auch letzte Weltaufgabe machen können hier.
Wir haben natürlich noch andere Aufträge hier, glaube ich. Ein paar kleinere. Auch jetzt so von den großen Auftraggebern. Aber dann geht's, glaube ich, für uns komplett nach Alaska erstmal. Ja. Na gut, da haben wir uns ja auch noch echt gar nicht so wirklich um die Hauptaufgaben kümmern, ne? Wenig, glaube ich, ne? Mir fällt jetzt so nichts ein. Ja, doch. Wir haben da, glaube ich, auch ein bisschen was ausgeliefert, ölmäßig oder Ölfässer. Und das war, glaube ich, eine Hauptaufgabe. Ja, das kann natürlich sein, ja. Und auch noch die andere, wo wir von der Öl... von den Ölbohrtürmen irgendwie zwei Sachen nach unten und zwei Sachen in Westen liefern mussten. Das war, glaube ich, auch eine Hauptaufgabe. Aber das werden wir gleich sehen. Dann gleich vor allen Dingen. Alte Ausrüstung. 1 von 2. Ach so, die noch entladen werden müssen bestimmt. Ne? Ja, jetzt 1 von 1. Okay, ja, mit dem bist du aber unterwegs. Das heißt, ich kann mich hier erstmal kurz hinstellen. Ja, machst eine Mittagspause. Schiebst dir mal ein Brot rein. Obwohl, von der Zeit her machst du ein Nickerchen. Was ist diese Nickerchen? Das ist ein Powernap. Ach so. Ich bin auch wirklich nicht mehr so weit weg. Ich bin beim Sägewerk. Hast du hier ein Ersatzrad dran? Nee, ne? Nee. Weiß gar nicht, ist das gut? Ich meine, uns ist noch nie ein Reifen geplatzt oder so, ne? Jetzt auf die Schadensanzeige gucken, ob die Reifen im Arsch sind. Ja. Aber sie werden mir als rot angezeigt. Aber die Federung leider auch. Aber ich weiß nicht. Nein, okay. Ich hätte nicht gefahren. Also hat die Kiste doch schon ganz schön gelitten, oder was? Ja, ein bisschen. Aber auch gerade hier wegen diesem Betonklotz. Also ich bin da nicht doll gegen gefahren, aber ich habe einen vollen Hinterachsschaden dadurch bekommen. Eieiei. Nein. Vorsichtig. Federung, Getriebe. Fuck. Was denn? Ich kipp gleich um mit meinem Hänger. Winde. Ja. Sah auch gut aus. In der Ecke hatte ich aber auch Schwierigkeiten. Ah. Ich habe wieder nicht auf den Hänger geachtet, wo der, dass der so ein bisschen die Straße verlassen hat. So wie jetzt? So wie jetzt? Lübt aus, Herr Hübenbecker. Ich kann das Ziel schon sehen. Herrlich. Steckst du fest? Nö.
nur kurz ein bisschen. Ich weiß ja, das ist verlangsamt. Ach ja, stimmt, wir haben da oben ja noch einen Serviceanhänger. Die andere Karre war da hinten im Fenster. Ja, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass so die nächste Aufgabe oder spätestens die Weltaufgabe noch nach drüben geht, ne? Ja, weiß. Aber da gab es wenigstens eine Tanke. So. Dann gucke ich mal. Ja, genau. Als nächstes müssen wir die Hafenlieferung machen. Und die ist in Drummond Island. Und hinbringen müssen wir da einmal eine Bohrausrüstung. Wo siehst du denn? Ach, da ist die Hafenlieferung. Einmal eine Bohrausrüstung da oben in den Hafen. Hm. Und wir würden... Boah. Da oben hin, ja. Von wo kommen wir denn da? Vom... ganz unten links. Kommen wir dann... da... Aber wir kommen an der Tanke vorbei. Brücke repariert, ne? Nee. Naja gut, bei der ersten Brücke da unten... Holzplanken zweimal. Mhm. Das Ding ist, wir müssen das, glaube ich, alles von hier drüben holen, ne? Mensch... Und Brücken ist der nächste. Bei Holzplan. Ja. Also wir müssen da drüben erstmal Holz hinbringen. So, und der Bautrupp will was? Bautrupp, wo ist er? Stahlträger, Betonplatte, Stahlträger, Betonblöcke. So. Kannst du das mal aufschreiben eben? Was wir alles brauchen. Viermal Holz. Das heißt, entweder ich schon mal den hier voll beladen, nur mit Holz rüberfahren. Mhm. Du die Bohrausrüstung mitkommen. Mhm. Und dann bei der letzten großen Brücke müssen wir mal gucken, wo du stehen bleibst. Wahrscheinlich vor der Hauptstraße. Wo fährst du denn jetzt lang? Erstmal wahrscheinlich die Brücke. Unterstützte hiesigen Ranger. Genau. Okay. Und der braucht zweimal Holz. Okay. Dann von Mensch und Brücken. Genau. Würde da rüberfahren. Auch wieder. Dann. Und dann brauchen wir noch den Bautrupp. Vom Meer geschmiedet. Da würde ich dann so langsam stehen bleiben. Ja. Dass wir halt die Bautrupp-Quest da oben machen können. Mhm. Allerdings müssen wir mal gucken, wie das da aussieht. Da könnte ich ja auch zur Not noch mit irgendeinem Ding von Smithville Talsperre kommen. Ich denke mal, da müssen wir beide kommen. Okay. Weil der will vier Sachen. Genau, ja. Stahlträger, Betonplatte, Stahlträger, Betonblöcke. Der Bautrupp da oben, ne? Genau. Das finden wir, glaube ich, zwei Autos, zwei Autos, ein Anhänger. Ja, dann hole ich jetzt mal eben... Genau, sechs Plätze brauchen wir. Okay. Einmal eine Bohrung, also eine Bohrausrüstung und komm schon mal rüber und du machst schon mal die Brücke. Richtig? Ja, ich muss jetzt halt nur...
Ja, ich muss jetzt sehen. Eigentlich müsste ich mich einmal reparieren. Okay. So, das ist natürlich ist ja jetzt nicht, irgendwo hatten wir doch einen Reparaturanhänger. Serviceanhänger, der ist ganz oben im Norden. Ach so. Also von hier aus einmal im Norden. Und pass auf diese Betonplatte hier auf. Da bin ich dran hängen geblieben. Okay. Wenn er das sagt. Und von dem Ding habe ich einen Plan. Gut, Leute, dann mache ich einmal eben einen Cut, bis der Hänger wieder voll ist, weil sonst ist das hier alles nicht spektakulär. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir schon wieder. Andere Tageszeit, alles. Ich bin nur ein Stück gefahren. Ich zeige euch das mal eben von hier so. Und dann sagt Jan, ey, du kannst doch da abholen. Stimmt. Und dann bin ich nochmal zurück, habe die Bohrausrüstung geholt. Jetzt stehe ich hier vorne, weil ich musste da nochmal tanken. Da gab es eben leider auch nochmal Probleme. Und dann, ich habe vergessen, die Aufnahme mit anzumachen. Das hättet ihr eigentlich sehen müssen. Aber egal. Jan musste mich das letzte Stück hier hochschleppen, weil kein Sprit mehr. Und ja, dann haben wir Jan sein Twinsteer noch repariert. Und jetzt geht's nach drüben. Also Jan fährt noch zur Sägemühle, nimmt Holz mit und wir ödeln hier hin. Meine Karre ist schon ein bisschen kaputt. Nicht doll, aber ein bisschen. Er verliert ein bisschen mehr Sprit. Ich hoffe, dass ich bis hierhin komme. Dann kann ich nochmal tanken. Sprit, ne? Verlieren tust du nicht, oder? Ja, er verbraucht mehr. Das meine okay. ich. Ne? Okay. Weil sonst müssten wir deinen einmal schnell stilllegen. Und sonst mit dem Fiesta-Wartungsanhänger einmal dahin crashen. Ja. Ja, wenn man nicht glaubt, dass man hier mal irgendwie einen Rad braucht oder sowas, ne? Das ja, eben hätte das brauchen können. Hätte ich nicht gedacht, dass man dann doch mal irgendwann ein Rad braucht. Aber das Problem ist auch, ich habe natürlich jetzt ein Rad noch mit 20 HP hier oder 20 Leben, sag ich jetzt mal, von, ich glaube, 50 haben sie regulär. Ja, das kann man natürlich nicht reparieren. Das heißt, da muss man warten, bis es kaputt ist und dann kann man es erst tauschen. Boah, schon wieder fast umgefallen hier. Das hat mir auf der Hinstrecke schon nicht gefallen. Oder in die andere Richtung. Und jetzt müssen wir gleich mal gucken, liebe Leute da draußen, dass wir hier genug Schwung nehmen, weil sonst kommen wir nicht auf die Brücke rauf. Das. Oh, Alter, dass der manchmal dieses Schalten, ne? Ja. So, nochmal. Neuere Fahrzeuge, bessere Getriebe, also eigentlich. Nein, wenn du automatisch schaltest. Ja. Ist ja das manchmal mit so vielen viel Mausweg macht. Ah, verdammt. Au, au. Wird das was? Ja. Gut. Dann können wir wieder in Automatik gehen. Nice. Das heißt, du hast mich aufgeholt. Ich habe mich mehr umbeladen. Ja. Ja. Was? Warum sind mir jetzt die Reifen kaputt gegangen? Hier ist doch nichts außer Matsch. Wie? Kaputt, kaputt? Nein, aber 16 Schaden oder so genommen. Ein Blödsinn. Ja, jetzt haben wir natürlich einen weiten Weg vor uns zur Hafenlieferung. Aber das Schöne ist, ihr habt es ja bei der Planung gemerkt, wenn alles gut läuft, kriegt Jan die ersten zwei Brücken gebaut. Und dann müssen wir mit unseren beiden Dingern einmal los im nächsten Gebiet nochmal was holen. Und dann haben wir das auch gepackt.
Soweit die Theorie. Ich glaube nicht, dass die Praxis jetzt so viel schwerer wird. Hey, warum steht denn ein Anhänger hier? Ich weiß nicht, wo du lang gefahren bist. Ich bin mit dem Sägewerk und nach den Brücken steht ein Anhänger. Nö. Oh, sag mir nicht, ich fahre jetzt ohne. Bei mir fährst du ohne. Nee. Ich müsste den lösen. Ich habe ihn noch dabei. Ja, lösen wir, machen wir wieder fest. Er ist hier. Okay. Anhänger ist weg. Der ist mal soeben quer durch die Luft geflogen. Ist ja egal, Hauptsache er ist da. Ja. Ich habe mich nur gewundert, warum ich jetzt auf einmal noch einen Anhänger ausweichen muss. Das habe ich jetzt schon gesehen. Also manchmal ist das Spiel noch sehr verbuggt, aber ich glaube, wie viele Updates gab es jetzt hier? Ein großes, ne? Ja, also ein großes definitiv. Aber ich glaube, es gab noch irgendwie ein zweites. Bin ich mir aber gerade sehr unsicher. Weil ich nicht weiß, ob sie mit dem Großen die Benennung von dem Trucklager da mit umbenannt haben, weißt du? Ja. Weil vorher hieß es ja, ich glaube, Truck Store und Truck Shop. Jetzt ist es ja das Trucklager und der Truck Shop. Vor allem, weil ja im Endeffekt beides dasselbe ist dann. Also vorher. Ja, der Store ist ja dasselbe wie ein Shop, ne? Ja. Wenn sie Storage gemeint hätten, das wäre wieder Lagerplatz. Lager, genau. Aber wir wissen ja, wo wir was gefunden haben, also mich hat es nicht gejuckt. Schon alles seine Richtigkeit haben. Yep. Also noch kann ich mit dem Verbrauch leben. Was jagst du jetzt durch? Also, wenn er Gas gibt, geht er mal kurz auf 16 Liter, 17 sogar. Geht dann aber auch wieder runter auf... ja, jetzt geht er gerade nicht runter. Auf. Oh, schon wieder Schaden genommen. Im Moment ödel ich 16 Liter durch. Ja, also ich bin so zwischen 10 und 12. Außer er hat so den. Ja. Dann bin ich so bei 14,4. Ach, leck mich so doch. Und wenn er so ganz extrem beschleunigt hier, dann bin ich bei 17, 18 Liter. So. Ich glaube, hier sollte ich gleich mal... Oder geht das noch? Weiß ich nicht. Nur nicht rückwärts rollen. Nee. Ich. Oh. Fährt meine Karre jetzt nicht? Das hatte ich eben schon mal. Lass gar mal, Gibi. Jan ist fixer als wir. Ich weiß nicht, in welchem Lastgang bist du denn? Jetzt gar nicht mehr. So. In welchem warst du? Normal. So, ja, ich mache mal L+. Weil als ich gemerkt habe, dass ich den Berg hinauf einfach mit L+ schaffe,
sonst nicht. Weiß nicht. Ergibt für mich zwar keinen Sinn, aber. Nee, für mich jetzt auch nicht, aber. Ich hatte das gleiche Problem wie du. Ich stand auch so. Ja, fahr nicht so dicht auf, mein Freund. Kann ich ja nicht anders so einfach mal auf dem Berg stehen bleiben. Ja, wenn er auf einmal nicht mehr hochkommt. Das ist halt so im Alter. Ja, dann bleib oder nicht. Muss er irgendwann nicht mehr hoch. Gut, wenn wir drüben sind, dann fahre ich ein Stück vor, damit du auch mit rüber kommst. Beende dann aber auch die erste Aufnahme. Die erste Aufnahme, ja. Ja, die Reise nach Isle Lake, die erste. Ich denke mal, wir werden die zwei mit Holz reparieren können, aber ich glaube, es macht dann mehr Sinn, wenn wir die nächsten Trucks nehmen, um von dem zweiten Gebiet hierher zu transportieren. Also von. Hier steht sonst noch ein Hänger mit zweimal Holz. Ja, jetzt ist zu spät, jetzt kriege ich alles da. Was? Ja, alles gut. Wir gucken erstmal. Du könntest rüberkommen, glaube ich. Du musst aus dem Bereich raus sein. Ja, ja, ich bin aus dem Bereich raus. Gut, ich muss dann eh erstmal gucken, wo es hier gleich weitergeht. Ich glaube, ich hätte sofort abbiegen müssen. Gucken, wie wir das hinkriegen. Liebe Leute, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ne? Bis denn!